Viele werden sich noch an die Landesausstellungen erinnern. Die letzte war vor 15 Jahren in Bruck an der Mur. Nun will man mit der Steiermark-Schau als neues großes Ausstellungsformat die Steiermark als Kunst- und Kulturland in den Fokus rücken. Kulturlandesrat Christopher Drexler stellte im Rahmen einer Präsentation die Steiermark-Schau, die Ausstellung des Landes, im Kunsthaus Graz der Öffentlichkeit vor. Herr Landesrat, früher war es die Landesausstellung. Geht man einen neuen Weg mit der sogenannten Steiermark-Schau? Absolut. Wir wollen die Lücke schließen, die die Landesausstellungen hinterlassen haben, die die Regionale hinterlassen hat. Die Steiermark-Schau wird ein völlig neues Ausstellungsformat, ein kraftvolles kulturpolitisches Signal, das wir in dieser Periode setzen wollen. Eröffnen werden wir im April 2021 an 3 Standorten in Graz und mit einem mobilen Pavillon, der an 4 Standorten in der Steiermark, in Schladming, in Spielberg, in Hartberg, in Bad Radkersburg und ganz zuvorderst in der Bundeshauptstadt Wien zu sehen sein wird. Die 4 Ausstellungen der Steiermark-Schau 2021 beinhalten 4 Themenbereiche. Was war? Historische Räume und Landschaften im Museum für Geschichte. Wie es ist? Welten, Wandel, Perspektiven im Volkskundemuseum. Wie es sein wird? Von der Zukunft zu den Zukünften im Kunsthaus Graz. Und nicht zuletzt, wer wir sind. Kunst, Vielfalt, Landschaft im mobilen Pavillon. Der mobile Pavillon im Rahmen der Steiermark-Schau formuliert eine sehr freundliche Einladung, die an die Regionen gerichtet ist und wird ein spektakuläres Kunstkino zeigen. Großes Kino von 25 Künstlern und Künstlerinnen, die in einem sehr eleganten Pavillon, der von außen eher schlicht ist, aber innen eine panoramaartige Innenausstattung haben wird, die sehr, sehr intensive Erlebnisse von Filmen bieten wird. Der Pavillon ist an 5 verschiedenen Städten, beginnend in Wien, Hartberg, Spielberg, Schladming und Bad Radkersburg, zu sehen. Ja, auf jeden Fall neu ist der mobile Pavillon, der durch die Steiermark tourt und einen ziemlichen ungewöhnlichen Blick auf die steirischen Landschaften wirft, mit Kunstbeiträgen, die sich mit unterschiedlichen Perspektiven auf die Regionen, in denen wir leben, beschäftigen. Die Steiermark ist ein Kunstland. Wir haben einen ganz großen Reichtum, einen künstlerischen Reichtum, und es ist ein sehr wertvoller Blick, den die Kunst auf die Welt wirft. Ich glaube, letzten Endes ist es das, was von der Menschheit auf übrig bleibt, das ist die kulturelle Auseinandersetzung mit dem Leben. Und ich denke, das sind sehr gute, spannende Zugänge, die zum Nachdenken anregen, die berühren, die besondere Erlebnisse bieten. Und ich glaube, insgesamt ist es einfach ein außergewöhnliches Raumereignis, das man hier wahrnehmen kann. Steiermark-Schau, die Ausstellung des Landes 2021. Nun, es ist eine große Selbstreflexion der Steiermark. Wir gehen in die Vergangenheit, was war? Wie ist die Geschichte der Steiermark zu sehen? Wir gehen in die Gegenwart, die steirischen Identitäten. Wie sind wir? Wir werden in die Zukunft blicken, was wird sein? Und wir werden im mobilen Pavillon mit vielen zeitgenössischen künstlerischen Positionen in Videoform einfach einen Einblick darin geben, wie man die Steiermark sehen kann und wie die Befindlichkeiten der Steiermark sind. Die Eröffnung ist am 9. April 2021 und endet am 31. Oktober.